Ja, hallo Taschenlampenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Lampenvideo. Heute schauen wir uns wieder eine Lampe an von Sofern, die wir schon so ähnlich auf dem Tisch hatten, nur heute mit einem kleinen Unterschied. Diese Lampe wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch den Sofern-Vertrieb, aber da könnt ihr nachher auch noch davon profitieren, denn in einem der nächsten Sofern-Videos werden wir die Lampe im Giveaway raushauen. Das heißt, für euch ist da demnächst auch wieder ein cooles Lämpchen drin. Es handelt sich diesmal um das Modell SF36, das hatten wir ja schon, aber jetzt in der Ausführung W, da ist eine warm-weiße XPL V6 LED verbaut, also eine normale Ausführung, nicht die XPL 2, die wir schon mal hatten, sondern eine XPL V6 mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin. Diese Lampe hat die vier Lumenwerte 10, 70, 353 sowie 1000 Lumen. Im Zubehör kommt gleich ein 18650er Akku mit USB-Ladegerät. Ja, und hier noch Maße und Gewicht. Sie hat IPX8, kostet 29 Euro und lässt sich in Deutschland über Amazon beziehen. Wer es nochmal genau nachlesen will, jetzt auf Stopp. Genau. Nun aber zu dieser Lampe. Ja, 3000 Kelvin, das ist extrem warm, weiße Ausführung. Also ich sag mal, das ist vielleicht für die Leute, die nachts draußen nicht den Augenmerk haben auf das letzte Quäntchen Helligkeit und kühles Licht, sondern eher dem es wichtig ist, nachts ein sehr angenehmes Licht zu haben und vielleicht auch Farbechtheit der Farben. Die sind halt einfach bei warmweißem Licht, wird nicht alles in so ein bläulicher Touch getaucht, sondern es ist halt doch, die Farben sind fast wie am Tag sehr normal, so wie sie eigentlich sein sollten. Sieht man gerade in dem Winter zum Beispiel schön, wenn du halt mit so einem super kalten Licht unterwegs bist, der Schnee schimmert blau und auch das Grün hat eine ganz andere Farbe. Weiß nicht, vielleicht Jäger in der Dämmerung oder solche Geschichten, die irgendeiner Schweißfährte folgen müssen, vielleicht Farbechtheit interessant oder es ist halt auch einfach angenehm fürs Auge, wenn man nachts länger draußen unterwegs ist mit einem warmweißen Licht als mit diesem super ins bläulich gehende Kaltweiß. Aber darum gibt es ja für jeden Geschmack und Anwendungszweck inzwischen die richtigen Lampen bzw. die richtigen LEDs. Hier wird mitgeliefert wieder dieses USB-Ladegerät. Was steht diesmal drauf? Nichts mehr außer Li-Poly-Poy Charger. Damit kann man aber laden, 26650er, 18650er, 16340er und 14500er und 10440er, also die ganze Bandbreite, was du hier eben reinklemmen kannst, funktioniert. Kleines Micro-USB-Kabel ist noch mit dabei, ein kleines Lanyard, zwei Ersatzdichtungsgummis und ein schönes Benutzermanuell. Und das Coole ist, komplett eine Seite sauber in Deutsch mit allen Erklärungen und Beschreibungen und Rückseite in Englisch. Also hier nochmal technisches Datenblatt, wer es lesen will, kurz auf Pause. Und ich auch wieder so ein Komplettset. Gut, sage ich mal, für die Einsteiger, die sagen, das ist halt nicht so mit den normalen Akkus und dann braucht man ein Spezialladegerät. Hier erstmal nicht, denn hier wird erstmal alles mitgeliefert, was man so braucht. Und das Zubehör packen wir wieder weg, dass nichts verloren geht, dass wenn wir das Ding mal im Giveaway raushauen, der Gewinner später auch mal alles hat. So, lassen wir schön alles zusammen. Die Lampe werden wir uns natürlich auch noch nachts draußen im Dunkeln mal anschauen, wie denn dieses warm-weiße Licht nachts so wirkt. Man erkennt hier den Unterschied. Also ich finde, diese SF36 ist echt eine gelungene Modell mit dem größeren Kopf und dem Akku und Doppel-Lanyard Hole, Tailstand-fähig, also fette Krone, Glas. Das ist ein wirklich gutes Modell und jetzt kann man natürlich wählen, entweder man hat halt so eine kaltweiße, neutralweiße oder hier die warmweiße, die hier explizit die Bezeichnung W hinten dran bekommen hat. Da erkennt man dann also sofort die XPL V6 in warmweißer Ausführung. Da sieht man jetzt mal, da ist jetzt nur der Dom komplett gelb, während das in die Platine drunter weiß ist, während das bei der XPL 2
da war ja wirklich komplett das ganze Bauteil gelb. Also hier die XPL, diese sehr effiziente stromsparende LED mit dem gelben Dom. Und das sieht man dann auch beim Licht. Fette Glasscheibe, drunter glatter Reflektor, Edelstahlkrone, schützt die Lampe also von vorne perfekt. Schön Kühlrippen, gute Riffelung hier. Edelstahl-Clip, hält recht stramm. Doppel-Lanyard-Hole, auch nicht schlecht. Das heißt, hier steht nie irgendwie das Band drüber, sondern man kann es zum einen Loch rein, zum anderen wieder raus schlaufen. Wir haben eine schöne Fläche, das Ding ist tailstandfähig, kann man wunderbar eine Decke ausleuchten. Wenn man es so rum hinstellt, sieht man sogar, wenn sie noch an ist. Und wenn der Clip dran ist, dann rollt sie auch nicht so leicht weg und wird irgendwann wieder mal vom Clip gebremst. Sehr schön. Gewinde, sauber geschnitten. Wer auch immer diese Lampen herstellt, macht da einen ganz guten Job. Beim allerersten Mal aufmachen, immer aufpassen. Da ist dieses Blättchen drin, wo verhindert, dass die Batterie schon Kontakt hat. Das behalte ich natürlich auf, das legen wir nachher auch wieder rein. Damit eben, wenn die wieder auf den Transport zum Gewinner geht, da auch alles sauber und funktionstüchtig ankommt. Ja, wird gleich schön mitgeliefert mit einem Sofern gelabelten 2800 mAh Akku. Und ich denke, die Laufzeiten beziehen sich dann auch hier auf diesen Akku. Ist gut verarbeitet, schön eingeschweißt, geschützt. Also da kann nichts passieren. USB-Ladegerät ist mit dabei. Was will man mehr? Gutes Einsteigerset, gute Lampe, Akku-Ladegerät. Das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Wir haben vorne eine massive Feder, genau wie hinten, sauber verschraubt, gute Bauteile, sieht nichts irgendwie unsauber aus oder schlecht verarbeitet oder irgendwelche Produktionsspuren oder irgendwelche unsaubere Lötpunkte oder sonst irgend sowas, was ich schon gesehen habe. Sieht alles sehr sauber und gut hergestellt aus. Also ich muss sagen, hier in diesem günstigen Bereich, da gefallen mir echt hier die Wowtex, liefern ja gerade top ab, und aber diese Sofin-Marke ist auch nicht von schlechten Eltern, so wie die Torfire, die auch so ein bisschen in der Liga spielt. Also inzwischen hat man wirklich auch im günstigen Bereich von Lampen gute Alternativen. Und so führen halt mit Akkus und Ladegeräten dabei immer ein rundum sorglos Paket. Finde ich immer cool, wenn eine Lampe auf beiden Seiten mit Federn versorgt ist. Da sitzt eben immer der Akku schön gefedert, gelagert da dazwischen. Zack, sauber definierter Anschlag. Gefällt mir richtig gut. Man kann sie auch hier vorne abschrauben, geht auch auf. Wunderbar. So, anschalten. Einfach einmal klicken und da sehen wir natürlich sofort, das ist schon ein, machen wir ein bisschen schwächer. Hier haben wir schon ein sehr, ich mache es mal aufs weiße Blatt. 3000 Kelvin, das ist schon warm weiß, das geht schon ins Gelbe. Sieht natürlich auf einem weißen Blatt extrem aus, aber ich denke mal, nachts im Wald wird es ein sehr angenehmes Licht und Farben darstellen. Einmal klicken Sie es an und dann kann man eben durch Tippen, Tab, durch die verschiedenen Modi durch, boah, das wird hell, durchzappen. Schöne Abstufung haben wir ja hier auch mit 10 Lumen, 70 Lumen, 353 und halt hier 10, 70, 350 sowie 1000. Das reicht auch, mehr braucht man wirklich nicht. Das ist im Stockdunkeln wirklich hell genug. Alles, was weit drüber ist, da hast du immer doch gleich Hitzeprobleme. Hier habe ich auch nachgelesen, die Lampe soll im Turbo-Modus bis zu 20 Minuten laufen, dann regelt sie runter wegen der Hitze. Das geht halt so lang bei diesen Lampen, weil diese XPL-LED einfach sehr viel Licht mit sehr wenig Strom produzieren kann, deshalb nicht gleich so ein Hitzeproblem bekommt, wie vielleicht Vorgänger-LEDs, die doch sehr schnell sehr heiß werden. Doppelklick kommt auch noch in den Disco-Modus, ne? Also wer das Geblinke gern hat. Schneller Doppelklick oder halt Doppeltap. Kurz zweimal hinten drauf tappen und schon ist man im Strobe. Sogar mit wechselnder Frequenz. Jo. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich mache jetzt mal das Blatt Papier weg. Schöne Lampe, gut verarbeitet. Preis 29 Euro. Mit Akku und Ladegerät kann man eigentlich auch nicht meckern.
Das ist wirklich okay. Doppellanyard Hole, Tailstand Fake. Und mir gefallen inzwischen diese Art von Lampen eigentlich richtig gut. Die mit dem etwas dickeren Kopf und etwas größeren, tieferen, breiteren Reflektor macht sich einfach positiv bemerkbar in Sachen draußen, in Reichweite. Und kitzelt halt einfach nochmal durch den tieferen Reflektor die Leistung der LED richtig gut heraus. Naja, aber es ist schon sehr gelb, 3000 Kelvin. Sonst haben sie also immer so um die zwischen 5 und 5,5. Und die richtig kalten sind dann so jenseits der 6000. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt eine Lampe mit dieser LED für jemand, der explizit danach sucht, nach einer absolut warm-weißen, gelben Licht, das nachts eben sehr angenehm anzuschauen ist und die Farben sehr gut wiedergibt. Darum neu jetzt die Sofian SF36W. Gut zu erkennen an dem W hier oben. Und man sieht es ja auch, wenn man da vorne reinguckt, mit gelbem Dom. Also, warm-weiße Ausführung werden wir noch in einem zweiten Video im Wald anschauen. Bei nächster Gelegenheit. Aber so wie ich Glück habe, ist dann entweder Schneesturm, Regen oder sonst irgend so eine Geschichte, dass dann die Reichweite etwas beeinträchtigt, was dann immer ein bisschen blöd ist, weil man dann vielleicht nur 20 Meter weit sieht, obwohl die Lampe wesentlich mehr könnte. Aber ich gebe mein Bestes, hier eine gute, klare Nacht zu erwischen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich noch in einem dritten Video zu diesem Modell. Wenn wir das wieder zurück in den Gierkreislauf hauen, darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Hier schon mal ein Abo dalassen und wieder mal reinschauen, denn irgendeiner von euch wird die Lampe dann anschließend gewinnen können. Okay, das war's jetzt für heute. Danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hillbilly und jetzt schön in der dunklen Jahreszeit immer eine Taschenlampe einstecken. Okay, mach's gut, bye bye.